Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Puppet. Ein paar Worte zu mir, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen. Mein Name ist Tim Schmeling, ich komme gebürtig aus Kiel, wohne seit ein paar Jahren in Baden-Württemberg in der Nähe von Heilbronn. Beruflich bin ich dort Systemadministrator in einem Rechenzentrum bei einem europaweit agierenden Systemhaus. Dort zuständig für die E-Commerce-Landschaft, das beinhaltet Systeme, interne Systeme, allerdings auch Systeme in der DMZ und alles, was da drumherum gehört. Privat beschäftige ich mich mit Linux seit SUSE 6.1. Das entspricht dem Kernel 2.2.5. Genau, derzeit schreibe ich privat ein Buch über Puppet. Das wird nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen. Also falls Sie da irgendwie Interesse haben, können Sie gerne bei dem Verlag Open Source Press wird das erscheinen, können Sie da gerne im Buchhandel nachschauen und das dann erwerben. Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, zwei kurze Fragen. Wer von Ihnen kennt Puppet? Ja, wer nutzt es oder wer hat es schon mal genutzt? Okay, das sind ein paar Leute. Für die anderen wird es jetzt möglicherweise eine spannende Zeit. Ich möchte Ihnen einen Überblick über Puppet geben, was man mit dem System machen kann, welche Probleme das möglicherweise gibt in der Verwendung mit Puppet und welche Probleme Sie damit lösen können. Kurz zu Puppet an sich. Was ist Puppet überhaupt? Es ist eine Software für das Konfigurationsmanagement. Es ist geschrieben in Ruby, hat eine kleine Serverarchitektur und ist eigentlich betriebssystemunabhängig, hat aber den Fokus auf Unix-artige Betriebssysteme, also Linux, Unix oder auch Macintosh zum Beispiel. Sie können Puppet auch unter Windows nutzen, allerdings da habe ich keine Erfahrung, so wie ich das gehört habe, ist es da nur rudimentär. Das heißt, es gibt natürlich ein paar Einschränkungen. Da müssen Sie einfach mal schauen, was Sie möchten. Es gibt Puppet in zwei verschiedenen Versionen, die Open-Source-Version, die wir jetzt hier behandeln, und auch die Enterprise-Version. Grundlegender Unterschied zwischen beiden Versionen ist, dass die Enterprise-Version, wie soll man das auch anders glauben, lizenzpflichtig ist, basierend auf der Anzahl an Nodes. Nodes sind die zu verwaltenden Rechner über den Puppet Master. Ergibt sich halt irgendeine Summe, die Sie an den Hersteller von Puppet zahlen. Das ist Puppet Labs. Das ist eine Firma in Amerika. Die wurde von Luke Canese gegründet ursprünglich. 2005 geschrieben wurde das Programm. Und ja, er ist da jetzt halt mit der Firma aktiv. Grundlegend vielleicht noch zu Puppet. Sie beschreiben den Soll-Zustand eines Systems. Sie gehen also her, wenn Sie jetzt eine Infrastruktur haben mit meinetwegen 10 Servern oder 10 Geräten, die Sie verwalten möchten, dann sagen Sie, auf 2 von diesen Servern, weil das vielleicht Webserver sind, soll der Apache Webserver installiert sein. Der Weg dorthin, also installieren von einem Repository, wo Sie letztendlich den Apache Webserver beziehen können, die eigentliche Installation an sich, die Konfiguration von dem Webserver, von dem Apache, das ist erstmal irrelevant für Sie. Sie beschreiben einfach nur, das System soll so und so aussehen und der Weg dorthin, der geschieht durch Puppet. Wie das im Detail nachher auszusehen hat, beziehungsweise wie Puppet Ihnen dabei helfen kann, betrachten wir noch im Detail nachher. Genau, ich möchte Ihnen vielleicht noch ein weiteres Beispiel nennen. Wenn Sie beispielsweise Puppet einsetzen in einer Infrastruktur und dort, ja, wie eben schon erwähnt, eine Software installieren möchten. Sie haben aber möglicherweise andere Distributionen, zum Beispiel ein Debian-System oder ein Red Hat-System, was letztendlich andere Paketmanager oder wo letztendlich andere Paketmanager zugrunde liegen. Dann ist der Vorteil von Puppet auch, dass Sie sagen, das Paket WGAT beispielsweise soll installiert sein. Und Puppet sorgt dafür, dass entweder das YAML, also RPM, oder dpackage zur Installation des jeweiligen Paketes verwendet wird. Das brauchen Sie also nicht selbst sagen. Ich möchte gerne nochmal zu dem Puppet Enterprise zurückkehren. Sie haben gegenüber der Open-Source-Version einige Vorteile. Der grundlegendste Vorteil ist, dass Sie mit der Enterprise-Version ein Ready-to-Run-Paket von dem Hersteller erhalten. Das heißt, Sie bekommen ein Paket, das installieren Sie und es läuft alles.
Das haben sie in der Open-Source-Version nicht. Da laden sie sich das Puppet runter, installieren und konfigurieren das. Möglicherweise noch irgendwelche anderen Tools, die sie installieren und konfigurieren müssen. Das entfällt bei Puppet Enterprise. Ein weiterer Unterschied ist die Verwaltung der Infrastruktur an sich. Mit der Open-Source-Version stehen ihnen, ja, ich sag mal, zwei große Web-Frontends zur Verfügung. Zum einen das Puppet Dashboard und zum anderen die Web-Oberfläche The Foreman, womit sie letztendlich ihre angeschlossenen Nodes und die ganze Infrastruktur dahinter managen können. Bei Puppet Enterprise haben sie eine Puppet-Konsole. Mit dieser Puppet-Konsole können sie auf alle möglichen Dinge, die ihnen das Puppet Enterprise bietet, über die Web-Oberfläche agieren. Das heißt, sie können sagen, ich möchte jetzt meine Konfiguration für den Apache Web-Server auf 10 Hosts ausrollen. Das können Sie mit der Web-Oberfläche machen. Das ist erstmal so der grundlegende Unterschied zwischen diesen beiden Versionen. Jetzt kommen wir zu dem Thema, warum sollten Sie denn überhaupt Puppet einsetzen? Okay, einige Dinge hatte ich ja eben schon erwähnt, dass es möglicherweise vielleicht ein bisschen einfacher ist. Grundlegend sei erwähnt, dass Sie Zeiteinsparungen haben bei der Verwendung von Puppet. Stellen Sie sich vor, Sie haben tatsächlich 10 oder 20 Server, müssen dort jetzt eine Konfigurationsdatei ausrollen, dann gibt es da verschiedene Ansätze, wie sie vorgehen können. Das eine ist, sie machen einfach eine Vorschleife, sagen SSH, SCP, was auch immer, kopiere mir meine Konfigurationsdatei auf die Anzahl an Hosts. So, das funktioniert, keine Frage. Nur, was machen Sie, wenn die Hosts zwar die gleiche Funktion haben, Webserver beispielsweise, aber doch in der Konfiguration minimale Unterschiede haben. Beispielsweise der Hostname oder ein anderes Document Root oder verschiedene virtuelle Hosts im Apache oder. Da gibt es beliebig viele Beispiele. Und da kann Ihnen Puppet tatsächlich helfen, indem Sie Templates verwenden, wo Sie sagen, das ist meine Konfiguration, meine Grundkonfiguration. Und abhängig davon, auf welcher Node diese Konfiguration deployed wird, möchte ich bitte die und die Änderung haben. Ich möchte die und die Module laden oder ich möchte den und den virtuellen Host verwenden. Das können Sie alles mit Puppet machen. Ein zentrales Konfigurationsmanagement bildet es super ab. Das ist halt das Puppet. Es bietet sich immer an, die ganzen Konfigurationen unter Versionskontrolle zu halten. Das ist ein Ansatz, der stammt aus der Softwareentwicklung. Gehen wir nochmal zurück zu meinem ursprünglichen Beispiel. Sie deployen eine Konfiguration für Ihre 10 oder 20 Webserver und möchten diese halt deployen Sie und dann stellen Sie fest, okay, da ist irgendwie ein Fehler, das funktioniert nicht. Dann haben Sie erstmal ein Problem. Wenn Sie jetzt hergehen und sagen, Sie haben eine Versionskontrolle, können Sie sagen, okay, gib mir die vorherige Version und deploy die. Das ist erstmal ein relativ einfacher Schritt, aber ich denke, Sie sind in der gleichen Situation wie ich. Man hat das halt einfach mal, dass man Dateien hat oder Konfigurationsdateien, die Punkt neu, Punkt neuer, Punkt am neuesten, Punkt noch neuer geht's gar nicht. Dieses Problem zu vermeiden, welche Datei denn jetzt überhaupt gültig ist, dabei hilft Ihnen Puppet mit dieser Versionskontrolle. Sie haben darüber hinaus eine einheitliche Konfiguration. Sie haben also einen definierten Zustand, wie Ihre Systeme auszusehen haben. Das haben Sie nicht, wenn Sie kein Konfigurationsmanagement nutzen, denn das Problem ist, wenn Sie jetzt Ihre 10 Hosts haben, wissen Sie, welche Konfiguration dort ist? Wissen Sie, ob das Unterschiede gibt oder möglicherweise irgendwelche Konflikte? Das alles kriegen Sie raus mit Puppet. Grundsätzlich ist es natürlich auch dazu geeignet, Fehler zu vermeiden. Also klar, Puppet ist auch kein Allheilmittel, das heißt, selbst wenn Sie da jetzt irgendwie einen Fehler einbauen in die HTTPD-Conf beispielsweise, dann wird auch Puppet sagen, okay, das ist eine Konfigurationsdatei, die deploy ich, aber es wird im Live-Betrieb dann halt auch nicht funktionieren, wenn da ein Fehler drin ist, das ist ganz klar. Nur der Ansatz, den Puppet halt fährt mit diesem zentralen Konfigurationsmanagement, ist halt ein anderer, als wenn Sie sagen, ich muss mir selbst überlegen, welche Konfiguration auf meinem Zielsystem überhaupt gerade aktuell ist. Das alles übernimmt Puppet für Sie. Die Voraussetzungen, um Puppet nutzen zu können, sind relativ einfach. Zum einen brauchen Sie ein unterstütztes Betriebssystem. Da sagte ich ja eben schon, es gibt eine ganze Reihe an Betriebssystemen, auf denen Puppet läuft.
Am wohlsten fühlt es sich auf einem Unix-artigen Betriebssystem. Ja, rührt halt vielleicht auch daher, dass Puppet an sich in Ruby geschrieben ist. Es basiert letztendlich auf Factor. Nun, Factor ist ein anderes Programm, was letztendlich Fakten zur Verfügung stellt. Der Fakt, dass dieser Raum Fenster hat, das ist nun mal einfach eine Fakt oder ein Fakt, ist letztendlich ein Fakt, den Factor zur Verfügung stellt. Wenn Sie jetzt hergehen und sagen, Sie haben Factor auf einer Node installiert, dann ist es so, dass dieses Programm Fakten über das Programm an sich zur Verfügung stellt. Also Anzahl CPUs oder Anzahl des maximalen Arbeitsspeichers, meine IP-Adressen, meine Netzwerkinterfaces, was auch immer. Da gibt es eine ganze Reihe an Fakten, die halt zur Verfügung stehen, die generiert werden können. Sie haben auch die Möglichkeit, eigene Fakten dort einzubauen, indem Sie sagen, Sie haben jetzt 20 Server, 5 davon sind Webserver, meine anderen 15 sind möglicherweise irgendwelche Application-Server oder so. Dann möchten Sie möglicherweise eine Unterscheidung haben, eine Art Gruppe beispielsweise. Dann können Sie sagen, das ist als ein eigener Fakt. 5 von diesen Servern sind Webserver und die anderen 15 sind beispielsweise Ihre Applikations-Server. Das kann ein Fakt sein. Mit diesen Fakten, die liegen Puppet zugrunde, können Sie verschiedene Aktionen ausführen. Sie können beispielsweise sagen, okay, auf allen Servern, die den Fakt Webserver haben, rolle ich jetzt meine Konfiguration für den Apache Webserver aus. Macht natürlich keinen Sinn auf dem Application Server, ist ganz klar. Genauso auch umgekehrt auf meinem Application Server kann ich dann auch sagen, ich rolle jetzt meine Konfiguration für meinen JBoss oder was auch immer ich da verwende für einen Application Server, rolle ich dort dann halt aus. Gut. Das einmal so zu den harten Fakten. Was brauche ich noch? Ich habe hier aufgezeigt, zu verwaltende Netzwerkgeräte. Was ist denn das? Ein Netzwerkgerät definiert der Hersteller von Puppet als ein Gerät, was am Netzwerk hängt, wo letztendlich Puppet und Ruby drauf läuft. Das kann sein, das ist ein Server, das ist ein PC, ein Laptop, ein Router beispielsweise oder ein Switch. Das kann ich damit alles managen. Das Wichtigste bei den ganzen Voraussetzungen, um Puppet einzusetzen und auch erfolgreich einzusetzen, ist jedoch ein Ziel. Das Ziel kann natürlich sein, ich möchte irgendwas Neues lernen. Viel wichtiger ist aber, dass Sie sich ein Ziel setzen, was Sie erreichen können. Also ein greifbares Ziel, das mag irgendeine Umsetzung sein, wenn Sie jetzt ein frisch installiertes System haben, beispielsweise die Datei etc/hosts zu verwalten oder die Message of the Day. Das ist halt diese Nachricht, wenn man sich am System anmeldet, die halt als erstes erscheint. Setzen Sie sich wirklich kleine Ziele, also die Implementation und Konfiguration eines riesengroßen Datenbankclusters oder einer ERP-Software, SAP oder was weiß ich was, ist ein guter Ansatzpunkt, aber führt ja gerade am Anfang vielleicht nicht ganz zum Ziel. Denn je kleinere Ziele Sie sich stecken, desto erfolgreicher sind Sie, desto schneller können Sie das Ziel erreichen und desto mehr steigt Ihre Motivation, weiter in das Thema einzusteigen. Die Aufgaben eines Administrators sind heutzutage ja eigentlich so zweigeteilt, sage ich mal. Es gibt dort einmal die Installation, dazu zähle ich die Betriebssysteminstallation, das ist das Bare Metal Deploy, dann die Konfiguration des Systems an sich. Das können irgendwelche Kernel-Parameter sein oder ja, irgendwelche anderen Dinge, die das System halt dazu befähigt, irgendwas zu tun oder irgendwie zu reagieren. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwelche Software installieren muss. Und das überschneidet sich so ein bisschen mit dem anderen Punkt zu den Aufgaben eines Admins, nämlich der Betrieb. Der Betrieb spiegelt letztendlich wieder die Verwaltung von Servern oder von meiner Infrastruktur über eine gewisse Zeit hinweg. Das kann sein, Änderung von Konfiguration, wenn die Entwickler beispielsweise eine neue Applikation entwickeln, dann muss darauf möglicherweise reagiert werden, weil ein anderer Application-Server vorausgesetzt wird oder andere Einstellungen, die die Applikation befähigen, irgendwas zu tun. Es kann aber auch, können aber auch ganz banale Dinge sein, wie zum Beispiel Ihre Support-Abteilung bekommt neuen Mitarbeiter. Dann müssen Sie dafür Sorge tragen, dass die User-Accounts entsprechend angelegt und verwaltet werden, wie Passwörter oder SSH-Keys. Und bei diesen ganzen Dingen kann Ihnen Puppet entsprechend helfen.
Bevor wir weiter oder tiefer in das Thema an sich einsteigen mit konkreten Beispielen, möchte ich einige Begriffe erklären. Gerade finde ich die Folie nicht da. Es gibt einige Begriffe, die essentiell sind für die Arbeit von Puppet. Ganz oben stehen die Manifests. Das sind letztendlich Deklarationen von Objekten, von Klassen und ihren Eigenschaften. Also wenn Sie jetzt sagen, Sie haben beispielsweise den Apache Web Server, den Sie verwalten möchten, und daneben haben Sie vielleicht auch noch zwei Server mit dem Nginx, dann packen Sie das am besten in irgendein Modul, Webserver beispielsweise. Und wie Sie das Ganze beschreiben, also wie Sie das Ganze konfigurieren und den Sollzustand beschreiben, wird in diesen Manifests niedergeschrieben. Wir haben darüber hinaus die Node. Ich hatte das vorhin nochmal schon mal kurz erwähnt. Eine Node ist letztendlich ein Gerät, was Sie über Puppet verwalten. Das kann halt der Server sein oder der Switch oder was auch immer, ein Router. Wir haben daneben den Puppet Master. Das ist letztendlich die zentrale Stelle, auf dem Sie letztendlich die ganzen Konfigurationen verwalten. Sie entwickeln dort, beziehungsweise brauchen da nicht entwickeln, aber letztendlich deployen Sie über den Puppet Master Ihre gesamte Konfiguration. Wir haben darüber hinaus Ressourcen und alles, was Sie über Puppet verwalten, ja, sind streng genommen Ressourcen. Also zurück zu unserem Beispiel mit der Datei Message of the Day. Das ist eine Ressource. Vom Typ File, ist eine ganz normale Datei. Das kann aber auch sein, dass Sie Ihre Benutzeraccounts verwalten möchten. Auch das ist eine Ressource. Alles, was Sie irgendwie verwalten, SSH-Keys oder IP-Adressen oder was auch immer, das sind letztendlich Ressourcen. Und eingangs hatte ich schon erwähnt, Sie brauchen sich gar nicht so die Gedanken machen, wie Sie einen Benutzer anlegen oder wie Sie ein Paket installieren, das übernimmt Puppet für Sie. Das Zauberwort in dem Zusammenhang heißt RAL, steht für Resource Abstraction Layer, also so eine Abstraktionsebene, die Ihnen ermöglicht, das Paket WGET beispielsweise auf einem Debian-System mit apt-get zu installieren und auf einem Red Hat-System mit yum install. Das ist jetzt nur ein Beispiel für viele. Ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen. Als nächstes haben wir den Punkt Factor. Das sagte ich ja eben schon. Jede Node stellt mit diesem Programm Factor Fakten über sich selbst zur Verfügung. Anzahl CPUs, Anzahl RAM, meine Uptime beispielsweise, IP-Adressen. Wir sehen da nachher nochmal ein Beispiel, was da alles mit reinkommt. Nun, die Fakten, die Ihnen dort zur Verfügung stehen, auf diese Fakten können Sie reagieren. Das kann zum Beispiel auch sein, ist mein System überhaupt physikalisch, ist es virtuell? Und in Abhängigkeit von dem jeweiligen Wert können Sie entscheiden, oh, ich roll mal meine Konfiguration für den RAID-Controller aus. Macht auf dem virtuellen System natürlich nicht so wirklich Sinn. Deswegen sei das Beispiel erwähnt, Sie können auf Fakten, die Ihnen jede Node liefert, entsprechend reagieren. Kommen wir zu den Templates. Die Templates ermöglichen es Ihnen, im Beispiel von dem Apache Web Server, eine vordefinierte Konfigurationsdatei zu haben und innerhalb dieses Templates auf bestimmte Dinge zu reagieren. Anhand von Fakten können Sie beispielsweise entscheiden, das ist mein Webserver, da müssen die und die virtuellen Hosts drauf sein, mit dem und dem Hostname und dem Document Root. Sie können in Templates ziemlich viele Dinge machen, ohne dass Sie dafür Sorge tragen müssen, dass Sie verschiedene Dateien von einer Konfigurationsdatei vorhalten müssen. Sie haben also ein Template und packen dort alle Dinge, die möglicherweise irgendwie flexibel aneinandergereiht werden müssen, packen Sie dort herein. Der letzte Punkt, den ich aufgeschrieben habe, sind die Module. Module ist eine Ansammlung von Klassen und von Ressourcen. Nehmen wir als Beispiel unsere Webserver. Ich hatte anfangs erwähnt, wir verwenden den Apache und den Nginx. Wenn wir ein Modul haben, Webserver, und dort zwei Klassen,
eine Klasse, die für den Apache Web Server zuständig ist, ihn installiert, ihn konfiguriert, und auf der anderen Seite eine Klasse für den Nginx, der genau das gleiche macht, halt nur mit dem Nginx. Dann können wir das in ein Modul packen, Web Server, und binden das in unsere Nodes mit ein. Wir haben dann eine Definition, meine Node, also mein physikalischer Server 1, hat das Modul Web Server integriert. Und je nachdem, was für Fakten da zum Beispiel sind, auf der jeweiligen Node, kann ich sagen, ich möchte mein Apache deployen oder mein Nginx. Das ist also sehr, sehr flexibel gestalten. Ich möchte kurz darauf eingehen, wie Puppet an sich funktioniert. Wir haben zum einen den Puppet Master, den Begriff hatte ich ja eben schon einmal kurz erwähnt. Der Puppet Master ist die zentrale Stelle von Puppet, sage ich mal. Das ist ein Server-Daemon, dient gleichzeitig als Zertifizierungsstelle, denn jegliche Kommunikation von Ihrem Nodes zum Puppet Master geschieht über HTTP mit SSL-Verschlüsselung. Damit nun aber Ihre Nodes auch tatsächlich Konfigurationen von dem Puppet Master beziehen können, ist es notwendig, dass der Puppet Master sagt, ja, diese Node darf auch tatsächlich die Konfiguration bekommen. Und das machen Sie, indem Sie, die Zertifikate signieren. Jede Node generiert ein Zertifikat über sich selbst, publisht das zu dem Puppet Master, wo Sie sagen können, okay, die Node darf tatsächlich Konfiguration beziehen. Und ja, alles Weitere kommt dann, die ganze Konfiguration und so. Weiter ist es so, dass der Puppet Master einen integrierten Webserver hat. Ich sagte ja eben, dass die Kommunikation über HTTP mit SSL-Verschlüsselung funktioniert. Der Puppet Master ist ja Puppet generell ist ja in Ruby geschrieben. Und es gibt da erstmal so out of the box keinen Webserver drumherum, der das irgendwie abhandelt, sondern das ist diese Ruby-Standardbibliothek Webrig. Die funktioniert erstmal ganz gut, ohne weiteres, kein Problem. Sobald Sie jedoch in die Situation kommen, dass Sie mehrere Nodes verwalten und möglicherweise auch entsprechend schnell reagieren müssen oder entsprechend Durchsatz haben, sollten Sie dahin gehen und den Webrig abschalten und einen anderen Webserver davor verwenden. Das kann sein, dass es ein Apache ist oder ein Nginx mit einem entsprechenden Modul, das letztendlich für die Kommunikation zum Puppet Master zuständig ist. Es hieß Mod Passenger. Das ist also überhaupt kein Problem. Ein weiterer Vorteil ist natürlich auch, dass Sie beim Apache oder Nginx sehr granular kontrollieren können, wie viel Request lasse ich denn überhaupt zu. Das haben Sie so bei dem Webrig nicht, da wird alles nacheinander abgearbeitet. Das ist halt, wie gesagt, ein bisschen langsam, wenn es um größere Installationen geht. Wir haben auf der anderen Seite noch den Puppet Agent. Das ist letztendlich auch ein Daemon, ein Client-Daemon, der auf der jeweiligen Node läuft. Im Standardfall läuft er alle 30 Minuten, geht also her und sagt, ich muss jetzt einmal meine Fakten generieren, generiert seine Fakten, liefert die zum Puppet Master und beziehe dann meine Konfiguration. Wie das im Detail funktioniert, schauen wir uns nachher nochmal an. Sie können darüber hinaus aber auch sagen, dass Sie den manuell steuern müssen. Und das bietet sich gerade im Anfangsstadium, bietet sich das an. Denn stellen Sie sich vor, Sie haben den Puppet Master aufgesetzt, haben möglicherweise ein oder zwei Nodes, auf denen Sie jetzt entwickeln oder ein bisschen rumspielen möchten. Wenn Sie immer 30 Minuten warten müssen, damit irgendwas deployed wird, dann dauert der ganze Entwicklungsprozess natürlich dementsprechend lange. Deswegen tendiere ich immer dazu, den Tipp zu geben, das Ganze manuell zu starten. Also den Daemon lassen und Puppet auf der Node manuell auszuführen. Kommen wir zu dem Thema Ressourcen. Wichtig in der ganzen oder bei der ganzen Sache sind halt die Ressourcen, die sind essentiell wichtig. Weil die Ressourcen letztendlich das beschreiben, was Sie verwalten möchten über Puppet. Was sind Ressourcen? Ganz klar, das können Dateien sein oder Verzeichnisse. Dann hat die Ressource den Typ File, wie oben
gezeigt. Das können aber auch Dienste sein. Sie können mit Puppet Dienste verwalten. Sie können sagen, der Apache Webserver beispielsweise soll bei jedem Start, bei jedem Reboot eines Systems automatisch gestartet werden. Und das machen Sie mit der Ressource vom Typ Service. Sie können auch sagen, dass Sie beispielsweise bei einer Konfigurationsänderung von einem Nginx sagen, dass der Nginx neu gestartet oder neu reloaded werden soll. Das ist überhaupt kein Problem. Auch das machen Sie mit der Ressource vom Typ Service. Pakete installieren Sie mit Package, Benutzer-Accounts mit User, Host-Einträge mit Host und SSH-Host-Keys halt mit SSH-Key. Es gibt noch eine ganze Reihe an weiteren Ressourcen, die ich jetzt hier nicht alle aufzählen möchte. Ich gebe Ihnen da den Hinweis, dass Sie auf der Dokumentation von Puppet, da finden Sie halt alle Möglichkeiten oder alle Ressourcen tabellarisch aufgelistet mit den jeweiligen Parametern, wie Sie die anwenden können mit dem entsprechenden Beispiel. Das alles jetzt aufzuführen, wäre zu viel. Ich möchte zwei Dinge weiter im Detail erklären. Das sind zum einen die Templates. Wir sehen über dem Strich oben unser Template. Da steht in der ersten Zeile herzlich willkommen, darunter Hostname und dann ein komisches Konstrukt mit kleiner Prozent gleich Hostname Prozent größer. Das ist eine Variable, die wir verwenden. Diese Variable basiert auf dem Fakt Hostname. Factor generiert auf jeder Node Fakten, sagte ich ja eingangs schon. Und ein Fakt ist unter anderem Hostname. Und darunter zum Beispiel das Memory Total. Wir wollen den unteren Zustand erreichen, also genau das hier, was wir gerade hier sehen. Wenn wir uns einloggen auf einem System, soll angezeigt werden, herzlich willkommen. In diesem Fall ist das die Node mit dem Namen Node 1. Hat 32 GB RAM und darunter sehen wir unseren Prompt. Nun, wie erreichen wir das? Das obige Template ist genau das, was ich dafür verwendet habe. Wir definieren also in unseren Manifests eine Ressource vom Typ File, die wir hier haben. Gehen weiter und sagen, wir möchten die Message of the Day, also die ist in etc Message of the Day verwalten, sagen Ensure Present, das bedeutet, dass die Ressource tatsächlich auf dem System vorhanden ist und der Inhalt ist ein Template, was wir eben gesehen haben. Das Template ist also diese Datei hier. So, und damit haben wir letztendlich die Zuweisung von einer Ressource zu einem Template und das wird dann bei einem entsprechenden Puppet-Lauf ausgeführt. Nun können Sie sich vorstellen, es gibt ja nicht nur irgendwie ein Linux, sondern verschiedene Distributionen, die mitunter grundlegende Unterschiede haben. Ein gutes Beispiel ist immer Debian und Red Hat. Das nehme ich immer sehr gerne her. Und zwar, was machen Sie denn da mit der Message of the Day? Bei Debian-Systemen ist es so, dass sie nicht unter etc Message of the Day liegt oder MOTD, sondern das ist nur ein Link auf var run MOTD. Das heißt, Sie müssen da in Ihrem Manifest oder in Ihrer Zuweisung der Konfiguration eine entsprechende Bedingung einbauen, die entsprechend auf Debian oder Red Hat-basierte Systeme reagiert. Und das machen Sie, indem Sie so ein Konstrukt verwenden. Also auch wie oben bereits haben Sie eine Ressource vom Typ File. Dann haben Sie hier den Fakt Dollar Operating System. Auch das ist ein Fakt generiert von Factor. Sie fragen dort letztendlich ab, wenn der Wert Dollar Operating System gleich Debian ist, dann verwende doch bitte /var/run/MOTD. Wenn es Red Hat ist, dann bitte /etc Message Offset oder MOTD. Alles andere ist gleich geblieben, das heißt, die Datei muss auch auf dem System vorhanden sein. Auch meine Zuordnung zum Template ist wieder vorhanden. Das ist also überhaupt kein Problem. Genauso, das ist so eine Switch-Case-Abfrage, wie man sie aus der klassischen Programmierung kennt. Können Sie einen Standardwert vorführen oder auswählen vielmehr. Ihnen sind da jegliche Dinge offen. Also Sie können tun und lassen, was Sie wollen. Bei den Templates ist Ihnen da eine sehr hohe Flexibilität gegeben. Dann, es gibt eine weitere Ressource, die nennt sich exec. Die exec-Ressource ist, ja, man kann sagen, dass sie möglicherweise böse ist. Ich sage nicht, dass sie böse ist, aber man muss aufpassen, was man tut. Und zwar ist es so,
dass die anderen Ressourcen, wie User beispielsweise, dafür sorgt, dass ein Benutzeraccount auf irgendeinem System angelegt wird. Die Ressource geht also her, legt den Benutzer an, möglicherweise eine Gruppe, die Login-Shell, Password-Aging, alles, was ich möchte, können wir dort machen und erhält direkte Rückmeldung von meinen ausgeführten Aktionen. Und das ist bei exec ein bisschen anders. Bei exec kann ich nämlich sagen, ich habe irgendein Skript, was irgendwas tut und führe das aus. Was Puppet sieht, ist letztendlich nur der Return-Code von dem Programm oder von dem Befehl, den ich dort halt konfiguriere. Das kann rm, rf, slash sein. Das ist natürlich sehr böse. Möglicherweise führt das auch zum Fehler. Was ich damit einfach sagen möchte, ist, verwenden Sie exec, aber unter Output. Also verwenden Sie es nicht so oft und passen Sie auf jeden Fall auf, was Sie dann genau damit machen. Man kann da ziemlich viel verkehrt machen. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel angefügt mit Sendmail. Bei der Sendmail-Konfiguration ist es so, Sie generieren eine Konfigurationsdatei und generieren aus dieser Konfigurationsdatei eine für Sendmail lesbare Datei. Das geschieht mit diesem Kommando M4, was wir hier oben sehen. Wir haben also hier erstmal unsere Ressource vom Typ exec, weisen dieser Ressource einen Namen zu, über die wir sie später referenzieren können. Hier haben wir unseren Befehl. Das ist halt das ganz normale M4-Befehl. Dann haben wir hier einen Pfad, wo wir sagen, such in diesen Verzeichnissen nach meinen Binärdateien, in diesem Fall halt M4. Und wir haben ja einen weiteren Parameter, Subscribe und Refresh Only. Da komme ich im weiteren Verlauf meiner Präsentation noch zu, was es genau ist. Was hier passieren wird, ist, dass dieser Befehl ausgeführt wird, sobald sich diese Datei, die sendmail.mc, geändert hat. Ich sorge also mit Subscribe dafür, dass diese Ressource exec diese Ressource überwacht und sobald sich hier irgendwas geändert hat, wird dieser Befehl ausgeführt. Und hier unten sehen wir nochmal die Definition von meiner sendmail.mc, von der Ursprungskonfigurationsdatei für Sendmail. Wenn ich da halt irgendwas ändere, ein Smart Host oder irgendwas anderes, muss ich natürlich die Konfiguration erneuern. Das mache ich oben mit dem exec-Befehl. Dann wird er automatisch angestoßen. Wie gesagt, sei nochmal erwähnt, exec ist nicht böse. Passen Sie nur auf, was Sie machen. Man kann damit viel Unfug treiben. Wie funktioniert ein Puppet jetzt überhaupt? Ich habe Ihnen schon einiges erzählt. Ressourcen, Nodes, Factor und allen möglichen Kram. Im Detail funktioniert es relativ einfach. Wir haben auf der einen Seite den Puppet Master und auf der anderen Seite eine Node, die wir über den Puppet Master verwalten möchten. Nun ist es relativ einfach. Die Node, die erstellt ein paar Fakten über sich selbst. Ich bin halt ein Debian-System oder ich habe so und so viel CPUs verbaut. Ich möchte oder ich habe so und so viel Arbeitsspeicher. Generiert also diese Fakten. So sehen die aus. Das ist jetzt ein Ausschnitt von den ganzen Fakten. Sendet diese Fakten zum Puppet Master. Was der Puppet Master jetzt macht, ist, er generiert aus den Fakten einen sogenannten Katalog. Und dieser Katalog beinhaltet letztendlich meine ganzen zu verwaltenden Ressourcen. Benutzeraccounts, meine Message of the Day beispielsweise oder die Konfiguration vom Apache oder vom Nginx. Verpackt es alles in einen Katalog, der sieht oder kann so aussehen, wie ich jetzt angezeigt habe, schickt das Ganze wieder zurück zur Node. Auf der Node wird der Katalog angewendet, anhand von MD5-Summen wird halt geprüft, oh, hat sich denn überhaupt meine Message of the Day geändert? Wenn ja, dann wird die neue Version genommen. Wenn noch weitere Änderungen sind, dann wird das natürlich auch entsprechend geprüft. Die Node an sich generiert daraus dann einen sogenannten Report. Aus dem Report können Sie ersehen, was wurde geändert, wann wurde geändert, welche Ressourcen, alle möglichen Informationen, die möglicherweise irgendwann mal interessant für Sie sein können, werden dort gespeichert. Und dieser Report, das ist eine YAML-Datei, geht wieder zurück zum Puppet Master. Auf dem Puppet Master
geschieht Folgendes. Sie können konfigurieren, was mit diesen Reports passiert. Der Standardweg sieht vor, dass diese Reports, das ist, ist immer ein YAML-File, dass das auf Platte gespeichert wird. Sie können aber auch sagen, dass dieser Report zum Beispiel an einen Web-Frontend reportet wird, wie das Puppet Dashboard beispielsweise oder The Foreman. Sie haben mit diesen Web-Frontends die Möglichkeit, auf einfache Art und Weise zu schauen, meine Node lief zuletzt dann und hat dies und das geändert. Das ist also relativ einfach, beziehungsweise einfacher als auf dem Puppet Master im Dateisystem nachzuschauen, in meiner YAML-Datei, was wurde denn tatsächlich geändert. Ein weiterer sehr interessanter Punkt sind die Environments. Environments sind, ja, stammen eigentlich so in Anlehnung an die Softwareentwicklung, daher kennt man das eigentlich so. Standardmäßig ist ein Environment vorhanden, das Production Environment. Das sind, ja, ich sag mal Umgebungen, in denen Sie unabhängig voneinander entwickeln können oder in denen Sie unabhängig voneinander Nodes verwalten können. Stellen Sie sich vor, Sie verwalten ein E-Commerce-System und ja, das Live-System, da arbeitet man halt nicht drauf, wenn Sie jetzt irgendwas neu ausrollen, beispielsweise einen neuen Applikationsserver oder eine neue Version vom Apache, der vielleicht eine etwas andere Konfiguration hat, dann möchten Sie das natürlich ungern auf dem Produktionssystem machen. Verständlich. Sie können sagen, Sie haben verschiedene Environments, zum Beispiel, wie angezeigt, das Test-Environment, wo Sie irgendwelche Dinge entwickeln, ausprobieren. Da kann auch mal was kaputt gehen, das ist völlig unerheblich. Dann haben Sie möglicherweise ein anderes Environment, so ein Pre-Prod-Environment oder so ein Environment, was vor der Produktionsumgebung steht, aber was letztendlich doch schon so ein bisschen gleich ist. Und dann natürlich auch Ihre Live-Server in der Production drin. Ob Sie das nun so aufbauen oder ob Sie 5 Environments nutzen oder 7 oder wie auch immer, das bleibt Ihnen überlassen. Das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie die Firmenphilosophie oder wie die Philosophie hinter dem ganzen Deployment und der Entwicklung bei Ihnen ist. Gesteuert wird das Ganze über die Konfigurationsdatei puppet.conf, entweder auf dem Puppet Master oder auf der Node. Dort können Sie also sagen, meine Node XY ist im Environment Test drin. Das heißt, es ist auch gar nicht möglich, dass ich irgendeine Klasse aus dem Environment Production dieser Node zuweise. Sie haben also physikalisch schon die Trennung zwischen verschiedenen Ordnern, zwischen verschiedenen Environments. Wenn Sie jetzt im Testing irgendwas entwickeln, meinetwegen die Konfiguration für den Apache, und in der Produktion nutzen Sie möglicherweise den Nginx, dann ist es technisch gar nicht möglich, auf einer Node, die im Testing drin ist, auf die Klasse von Nginx zuzugreifen. Das geht halt einfach nicht, weil Sie das entsprechend konfigurieren. Gut, so viel einmal zur Theorie. Schauen wir uns das mal im Detail an, wie das in der Praxis gehandhabt wird. Sie sehen hier oben auf dem Puppet Master in der Puppet Conf haben wir 3 verschiedene Environments, von denen ich halt eben auch sprach, Production, Pre-Prod und Test. Da haben wir hier einen Pfad. Confdir wird automatisch gefüllt von Puppet. Das ist im Regelfall etc. Puppet. Dann haben Sie ein Unterverzeichnis Environments oder ENV vielmehr als Abkürzung. Und dann haben Sie hier verschiedene Environments. Halt Test oder Pre-Prod, Production. Das wird entsprechend gefüllt. Und dort haben Sie Ihre Manifests drin. Auf dem Agent müssen Sie natürlich sagen, in welchem Environment befindet sich meine Node denn überhaupt. Und das machen Sie im Abschnitt Agent mit der Option Environment, gefolgt von Ihrem jeweiligen Environment. Ich möchte Ihnen kurz erläutern, wie man noch Beziehungen zwischen verschiedenen Ressourcen aufbauen kann. Oftmals ist es so, dass Sie halt irgendeine Konfigurationsdatei ausrollen, aber letztendlich auch dafür Sorge tragen müssen, dass das Paket, was ich konfigurieren will, ja überhaupt auf dem System vorhanden sein muss. So, und das steuern Sie mit den Beziehungen. Das sind diese 4 Metaparameter, die ich an die Wand geworfen habe. Es gibt da Before, Require, Notify und Subscribe. Before ist halt ganz klar, die Ressource, die ich habe, die wird vor der anderen ausgeführt. Wir sehen hier ein tolles Beispiel. Oben haben wir die Ressource vom Typ Package.
mit dem OpenSSH-Server. Den installiere ich also, sage Ensure Present, also er soll auf dem System vorhanden sein und sage Before File und dann die Konfigurationsdatei für diesen OpenSSH-Server. Es macht natürlich relativ wenig Sinn, das Ganze zu konfigurieren, ohne dass das Paket da ist. Möglicherweise wird die Konfigurationsdatei überschrieben, die ich ja eben erst ausgerollt habe, wenn ich das Ganze installiere. Deswegen sage ich beim Zuweisen von meinem Package, OpenSSH-Server, führ das aus, bevor du die andere Ressource ausführst. Genauso gut kann ich aber auch sagen, ich drehe den Spieß um und definiere meine Konfigurationsdatei, das ist das untere Beispiel, vom Typ File, meine SSHD-Config. Ja, hier ist halt angegeben mit Source, wo die Datei liegt auf dem Puppet Master. Sage aber dann im gleichen Zuge require, das heißt, ich möchte eine Abhängigkeit oder eine Beziehung herstellen zu meinem Package, also setze voraus, dass das Paket vorhanden ist. In diesem Fall halt der OpenSSH-Server. Je nachdem, was Sie verwenden, können Sie entweder das eine oder das andere nutzen. Es hat alles, ja, also keine nennenswerten Vor- oder Nachteile. Der Ansatz, den Sie verwenden, ja, der ist eigentlich Ihnen überlassen. Die Funktion ist identisch. Sie müssen halt nur aufpassen, dass Sie, ja, dass Sie den richtigen Metaparameter erwischen. Es macht natürlich keinen Sinn, dass Sie jetzt sagen, Package OpenSSH Server require meine Konfigurationsdatei. Weil die Konfigurationsdatei dann letztendlich vorher ausgeführt wird. Und das macht relativ wenig Sinn. Die anderen beiden Metaparameter, die stehen auch wieder im Gegensatz zueinander. Und zwar, gleiches Beispiel wie eben, wir haben hier unsere Konfigurationsdatei, die SSHD-Config, es ist auch wieder eine Ressource vom Typ File, liegt hier auf unserem Puppet Master in diesem Verzeichnis. Nur jedoch der Metaparameter Notify sorgt dafür, dass, wenn ich diese Konfigurationsdatei ausrolle und die tatsächlich auch geändert wird, dass eine kleine Nachricht mit dem Inhalt Hallo, ich habe mich geändert, an eine andere Ressource übermittelt wird. Und das ist in diesem Fall der Service SSHD. Schauen wir drunter, Service SSHD. Mit Ensure sage ich halt, du bist installiert, du bist ein File oder was auch immer. In diesem Fall steht dort aber Running. Das bedeutet, dass der SSHD, also der OpenSSH-Server, ja ausgeführt werden soll. Konkret in diesem Beispiel bedeutet das also, ändert sich irgendwas an meiner Konfigurationsdatei für diesen Dienst, gebe ich eine kleine Nachricht an mein Service oder an meine Ressource mit dem Typ Service, die letztendlich dafür sorgt, dass der Dienst dahinter auch tatsächlich läuft. Im Gegensatz zu diesem Notify gibt es auch noch das Subscribe. Das funktioniert halt ähnlich, nur halt genau umgekehrt. Und zwar habe ich hier halt auch eine Ressource, in diesem Fall der Service, der ja, dafür sorgt, dass der Server halt läuft. Und ich sage mit Subscribe, überprüfe doch einfach mal oder überwache vielmehr die Konfigurationsdatei. Und wenn sich die irgendwie ändert, beziehungsweise wenn die halt ausgerollt wird, dann sorgt dafür, dass der Service gestartet wird und ausgerollt wird. Es gibt noch einen weiteren Punkt bei Puppet, der, ja, wie ich finde, sehr wichtig ist. Das ist das sogenannte Staging oder auch als Stages bezeichnet. Grundsätzlich, das sei erwähnt, wenn Sie Puppet installieren, haben Sie eine Stage, die Stage Main. In dieser Stage wird alles ausgeführt, was Sie irgendwie definieren. Ihre Benutzer werden angelegt, die SSH-Keys deployed, möglicherweise irgendwelche Dateien ausgerollt. Der Unterschied zu den Metaparametern ist, Sie haben keine Abhängigkeiten im direkten Sinn oder auch keine Beziehung. Sie steuern die Ausführung. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Ich möchte Ihnen das weiter erläutern anhand eines Beispiels. Nun gehen wir davon aus, wir haben ein Debian-System. Das haben Sie eben frisch installiert. Puppet läuft. Jetzt sagen Sie auf dem Puppet Master, auf meiner Node, die Sie ja eben frisch installiert haben mit dem Debian, da möchten Sie das Programm wget installieren. Sagen also Package wget ensure installed. Gleichzeitig sagen Sie aber, Sie haben einen internen Debian-Mirror für Ihre Pakete. Beziehe doch die Pakete einfach von meinem lokalen Mirror, weil das halt schneller geht. Ich brauche auch da nicht raus ins Internet. Die Ausführung steuern Sie jetzt mit den sogenannten Stages. Und zwar gehen Sie her und sagen, vor der eigentlichen Main Stage, also bevor
alles ausgeführt wird, haben Sie noch eine andere Stage, in dem Sie erst einmal Ihr Repository ausrollen. Sie sagen, meine Sources List hat sich geändert, sagen, meine lokale Paketdatenbank hat sich geändert, aktualisiere die mal, aber mach das bitte, bevor du alles andere machst. Das stellt sicher, dass Sie die aktualisierte Paketdatenbank haben und das WGAT installieren können. Und das ist mit diesen Stages gemeint. Ich habe hier ein kleines Beispiel an die Wand geworfen. Sie sagen dort oben mit dem Schlüsselwort Stage, dass Sie eine Stage neu implementieren. Die hat in diesem Beispiel den Namen Pre-Main. Sagen dort mit Ihrem Metaparameter Before eine andere Stage, und zwar Main. Das ist das, was ich eben sagte. Standardmäßig haben Sie eine Stage, in der alles ausgeführt wird, halt die Main Stage. Und diese neue Pre-Main Stage führen Sie vor allen anderen aus. Dann haben Sie darunter ein super Beispiel, die Klasse Repository, die dafür sorgt, dass Ihre Sources List aktualisiert wird und auch die lokale Paketdatenbank aktualisiert wird, wird ausgeführt in der Stage Pre-Main, also vor allen anderen. Und danach können Sie sagen, Package WGET Ensure Installed. Damit wird das Paket WGET installiert. Und genauso können Sie halt weiter verfahren mit den jeweiligen Dingen, die Sie tun möchten. So haben Sie halt die Möglichkeit, die Ausführung tatsächlich zu steuern. Ein weiteres sehr großes Thema möchte ich noch kurz am Rande erwähnen, und zwar, das ist aber eigentlich nur für relativ große Umgebungen gedacht, Sie können Serverorchestrierung betreiben. Stellen Sie sich vor, Sie haben 100, 200, 300 Server, wie viel auch immer, also auf jeden Fall ziemlich viele, und möchten auf allen möglichen Servern irgendwas tun. Dann haben Sie mit mCollective die Möglichkeit, entweder einzelne Nodes anzusprechen oder aber, wie in diesem Beispiel, Sie nutzen einen Filter, führe mal Puppet aus, aber nur auf allen Webservern. Das können Sie also beliebig fortführen. Sie können auch sagen, ich führe jetzt Puppet auf allen Nodes aus, deren Uptime größer 300 Tagen sind oder die sich nur in dem Environment Testing befinden. Sie können das kombinieren, alle Webserver, die im Environment Production sind. Dann können Sie noch sagen, ich möchte aber immer nur zwei zur gleichen Zeit ausführen und zwischen zwei Läufen möchte ich beispielsweise 60 Sekunden warten. So, was bringt denn das? Ganz einfach, bei den Webservern kann man sich vorstellen, wenn Sie jetzt 10 Webserver haben, die Ihnen irgendeinen Dienst zur Verfügung stellen, der hochverfügbar sein muss, und Sie rollen das auf allen aus und deployen einen Fehler, unbewusst, dann haben Sie ein Problem. Früher oder später haben Sie dann irgendwie ein Problem. Sie können aber mit diesem mCollective beispielsweise sagen, Sie rollen das tatsächlich auf allen Webservern aus, maximal auf zwei zugleich, haben zwischen zwei Ausführungen immer eine Zeit, die Sie warten, und dann kriegen Sie möglicherweise vorher schon mit, ob da irgendwas schief läuft. Dann können Sie immer noch sagen, okay, brech mir das Ganze alles mal ab. Dann sind vielleicht nur zwei oder vier Webserver nicht mehr funktional. Das ließe sich natürlich viel besser argumentieren, als wenn jetzt der ganze Dienst, der ja eigentlich hochverfügbar sein soll, nicht mehr zur Verfügung steht. Sie können mit mCollective noch ganz viele andere Dinge machen, Dienste starten, neu starten und Puppet auch deaktivieren, sodass Sie auf allen Nodes ausführen können, also ohne Filter quasi. Und dann, also es gibt ganz, ganz viele Beispiele. Ich möchte da gar nicht weiter drauf eingehen, weil es viel zu komplex ist, um im Rahmen dieser Präsentation alles abhandeln zu können. Ich möchte kurz noch erwähnen, dass die weitere Dokumentation, ich sagte es anfangs, auf den Seiten von Puppet Labs bekommen können. docs.puppetlabs.com, das ist die offizielle Dokumentation. Da ist alles super dokumentiert. Falls Sie sich noch ein bisschen gedulden können, Anfang 2014 erscheint mein Buch über Puppet im Open Source Press Verlag. Ja, darauf können Sie natürlich auch warten. Das ist meines Wissens, glaube ich, das einzige deutschsprachige Buch. Es gibt noch weitere englische Literatur über Puppet, die natürlich auch sehr gut ist. Gut, damit bin ich soweit am Ende meines Vortrags. Bedanke mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit und würde mich freuen, wenn Sie Fragen haben. Ja? Gibt es in der Syntax irgendwelche
Transaktionsstruktur der einzelnen Puppet-Aktionen. Inwiefern meinen Sie das? Dass man sagt, okay, wenn du bis hierhin wirklich fehlerfrei warst, dann Roll ist zurück, klar, muss man das dann auch programmieren. Mhm. Aber gibt es da so eine Möglichkeit, das schon festzulegen? Ja, also die Frage war, ob es in Puppet tatsächlich eine Möglichkeit gibt, wenn ich eine Reihe von Änderungen habe und zwischendrin tritt irgendein Fehler auf, das Ganze wieder zurückzurollen. So out of the box ist mir keine Möglichkeit bekannt. Sie haben aber die Möglichkeit, Backups anzulegen. Das geschieht auch automatisch im Puppet. Da brauchen Sie also nicht auf Ihr Backup von einer NSA zurückgreifen. Das funktioniert also tatsächlich auch so. Ja, aber tatsächlich so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, führe alles aus und ja, mache ein Rollback, wenn irgendwas schief läuft, das funktioniert so leider nicht. Genau. Weitere Fragen? Ja? Haben Sie denn inzwischen bei sich SSH abgeschaltet? Nein, SSH haben wir nach wie vor noch angeschaltet. Und wie gehen Sie dann mit der Configuration Drift um? Sobald jemand da manuell eingreift, gibt es dann hier Unterschiede? Genau, also das ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Wenn Sie eine Konfigurationsdatei haben, die Sie über Puppet verwalten, und Sie führen manuelle Änderungen durch, dann werden diese Änderungen, die Sie manuell durchführen, bei dem nächsten Durchlauf von Puppet wieder überschrieben. Das ist ganz klar. Das ist ein Thema, das müssen Sie im Hinterkopf behalten. Es bietet sich da an, einfach einen Verweis oder so einen kleinen Kommentar in die Datei mit reinzunehmen, der halt letztendlich beschreibt, hallo, die Datei wird über Puppet verwaltet, machen Sie da manuell nichts. Na klar, kann ich natürlich auch hergehen und sagen, ich überschreibe das jetzt einfach. Das ist überhaupt kein Problem. Darüber hinaus stehen hier aber noch ein paar andere Dinge zur Verfügung, die Puppet Ihnen bietet. Es sei mal erwähnt, wenn Sie jetzt Ihr Verzeichnis V-Hosts haben im Apache Webserver beispielsweise und da sind jetzt 10 V-Hosts drin. Sie legen manuell einen an, dann können Sie im Puppet sagen, das Verzeichnis, behandelt das mal rekursiv. Und alles, was nicht irgendwie im Puppet definiert ist, wird automatisch gelöscht. Oder aber, und das wäre dann wahrscheinlich Ihre Antwort, ignoriere das einfach. Ja? Ich meinte eigentlich die andere Richtung, also wenn halt jemand dann anfängt, manuell meine Struktur halt rumzufuschen, dann habe ich diese Änderung ja nicht im Konfigurationsmanager im System. Genau, okay, also genau richtig. Der Ansatz war, wenn ich manuell irgendwas ändere auf der Node, kommen die Änderungen natürlich nicht out of the box zum Puppet Master. Da muss man wirklich manuell für Sorge tragen, dass es dann darüber geswitcht wird. Genau, deswegen schalte ich bei meiner Infrastruktur zum Beispiel grundsätzlich SSH und ähnliches ab. Mhm. Ich möchte also sie nur ausschließlich automatisch gemanagt haben. Alles andere ist ja Unsinn. Na klar. Wenn ich eine Geschichte habe, dann habe ich die doppelte Arbeit, aber keinen Vorteil. Richtig, genau. Also genau. Meine Frage, ob es da ein Konzept gibt, um mit Configuration Drift umzugehen. Genau, also das ist natürlich ein super Ansatz, den Sie da gerade sagten, dann tatsächlich SSH abzuschalten. Nur bietet Ihnen die Abschaltung von SSH dann ja einen Nachteil, wenn im Fehlerfall, wenn Sie darauf zugreifen müssen, müssen Sie halt mit einer Konsole, mit einer, was weiß ich, mit einem Monitor dahin gehen ins Rechenzentrum und sich dann entsprechend anmelden. Oder aber Sie verwalten das auch wieder über Puppet, indem Sie sagen, okay, Puppet funktioniert dann möglicherweise ja noch. Ich möchte dann meinen Dienst SSHD einfach wieder starten. Also das funktioniert auch. Also der Ansatz, den Sie verfolgt haben, klar, funktioniert, ohne weiteres. Ja? Wie leicht ist Factor denn zum Beispiel erweiterbar, um gerade auch solche Punkte dann mit aufzunehmen? Mhm. Die Frage war, wie einfach erweiterbar das Factor ist, um weitere Fakten über eine Node hinzuzufügen. Und das ist relativ einfach machbar. Also auch Factor ist in Ruby geschrieben, das heißt, entweder können Sie Ruby, dann ist es super, dann schreiben Sie sich einfach irgendeinen Fakt, der irgendwas beschreibt und deployen das auf Ihren Nodes. Dann steht dieser Fakt halt auch entsprechend zur Verfügung. Oder Sie sagen, ich habe ein Bash-Skript oder da liegt auf jedem System liegt irgendeine Datei, die halt irgendwas beschreibt, irgendeinen Fakt. Das ist also problemlos möglich. Das geht ohne weiteres. Und dieser Abgleich zwischen den Fakten, also wenn Sie jetzt Ihre Server haben und entwickeln einen neuen Fakt, das wird automatisch auch dupliziert bzw. gesynkt. Also das können Sie einstellen, das ist überhaupt kein Problem. Okay, weitere Fragen? Ab welchen Größen macht so ein Puppet Sinn? Also wie viele Server sollte man dafür mindestens? Ja, gut, die Frage war, ab was für eine Größe das Sinn macht, Puppet einzusetzen. Das ist eine gute Frage.
Also natürlich haben Sie initial erstmal den größeren Aufwand, eine Puppet-Infrastruktur aufzubauen. Und sicherlich macht es keinen Sinn bei einer Handvoll Servern. Da gebe ich Ihnen halt einfach recht. Nur wenn Sie an den Punkt kommen, dass Sie sich wünschen, ich möchte meine Konfiguration atomar und zu einem bestimmten Zeitpunkt ausrollen und dafür Sorge tragen, dass sie auch konsistent ist auf allen Systemen, dann denke ich, sollten Sie darüber nachdenken, Puppet zu etablieren. Oder ein anderes Konfigurationssystem, das ist natürlich auch möglich. Also ich habe jetzt hier Puppet verwendet. Gibt natürlich noch eine Reihe weiterer. Ja? Genau, in die andere Richtung die Frage, wie hoch ist denn die Last, wenn ich wirklich viele Clients manage? Kann ich das ungefähr so vergleichen wie mit einem normalen Webserver oder braucht so ein Puppet Master deutlich mehr Power? Also Puppet braucht tatsächlich ein bisschen mehr aufgrund der Tatsache, dass es halt in Ruby geschrieben ist und dann natürlich auch kompiliert werden muss und so. Also man kann eine Faustregel sagen, wenn Sie 1000 Nodes haben, dann reicht ein Standard-Server heutzutage eigentlich aus. Okay. Alles darüber hinaus, ja, da muss man mal gucken, wie man das Ganze aufbaut, auch im Sinne von hochverfügbar, das ist natürlich auch wieder ein Thema. Aber so Pi mal Daumen für 1000 Nodes, das ist überhaupt kein Problem. Weitere Fragen? Gut, dann vielen Dank und dann wünsche ich uns allen noch viel Spaß auf der KeyLux.